Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Ja, ich denke mal, man kann jetzt so sagen, langsam im letzten Abschnitt gegen Damon Gunt. Ja, eigentlich schön, weil ich weiß es nicht mehr genau, wie es abläuft, aber ich denke mal, das wird eher wieder so ein Fall wie gegen, wie hieß die noch? Diva Kess, genau. Wo praktisch Phoenix und Edgy gemeinsam gegen Gunt kämpfen müssen. Aber okay, das wird lustig. Wenn ich mich recht entsinne, verhörten Neil und ich ihn an jenem Tag. Den alten Joey? Ich glaube, an jenem Tag fand im Polizeirevier eine Feier statt. Ja, das stimmt. Ich bin ein wirkliches Arbeitstier. Fällt mir ein bisschen schwer zu glauben, aber okay. Nachdem Neil die Trophäe gewonnen hatte, war er auch ganz heiß darauf. Das hat Dark wahrscheinlich Angst gemacht und so ist er abgehauen. War die Angeklagte Lana Sky auch anwesend? Ich weiß nicht mehr genau. Zumindest war sie nicht da, als Dark weglief. Lange Rede, kurzer Sinn, wir machten einen Fehler. Der Stromausfall half auch nicht. Was für ein Fehler? Also liefen sie beide hinter ihm her, richtig? Das ist richtig, aber Dark war zuerst am Fahrstuhl. Deshalb trennten wir uns, Neil und ich. Er lief hinauf und ich hinunter. Ich denke, man könnte sagen, er hatte Glück. Wer? Wie war das mit dem Stromausfall? Oh, das. Der Fahrstuhl ging plötzlich an und ich hatte den Schock meines Lebens. Nun, wahrscheinlich nicht ganz so sehr wie Neil, als ihm das Messer ins Herz bohrte. Das ist nicht lustig. Och, das ist relativ. ja. nein, ist nicht lustig. Nein, nein. Nein, das ist eigentlich echt nicht. Als ich in mein Büro ging, fand ich dort Lana vor. Können Sie uns schildern, was Sie sahen? Es war ein schockierender Anblick. Neil und der Serienmörder lagen ineinander verschlungen auf dem Boden. Das könnte man auch falsch verstehen, aber egal. Dark lag auch auf dem Boden? Ja, wahrscheinlich hat er sich den Kopf angeschlagen und war bewusstlos. Daneben waren die beiden armen Mädchen. Lana und Emma. Lana hielt Emma im Arm. Wenn ich jetzt zurückdenke, sie muss schon gewusst haben, was ihre Schwester getan hat. Offensichtlich hatte sie den Tatort schon vorbereitet. Wie Sie sehen können, da hätte ich vielleicht mal angreifen sollen. Woher wissen Sie das? Wegen der Leiche des Opfers. Sie war schon bewegt worden. Also heißt das, Sie fanden die Leiche neben Lanas Schreibtisch? Das ist richtig. Ich dachte, Sie sagten vorher, es wäre meine Rüstung gewesen, die den Staatsanwalt wirklich ermordete. Ja, das kann gut sein. Wie dem auch sei. Wie Sie sehen können, hatte ich mit dem Fälschen nichts zu tun. Sie sagen also, die Fälschung hatte schon stattgefunden, als Sie in Ihr Büro kamen? Das ist genau das, was ich sage. Ich verstehe, wie sich Lana gefühlt haben muss, aber eine Leiche zu bewegen und Beweise zu verbergen, das ist unverzeihlich. Ist das, was wirklich passiert ist? Den Zeugen anzustarren bringt nichts, Herr Wright. Blickduell mit dem verlierst du. Wenn Sie schon etwas anstarren wollen, dann am besten die Gerichtsakte. Worthy, Worthy. Immer ein geschickter Redner. Welches Beweismittel überführt Gang der Fälschung? Lana zugeben, dass sie die Beweise gefälscht hatte. Das ist bestimmt nicht die ganze Wahrheit. Irgendwie muss ich Gunt mit dem Vorfall in Verbindung bringen. Ich habe eine Idee. Allerdings kann es natürlich sein, dass ich dabei wieder irgendwie falsch denke. Ich muss das mal auffällt. Ne, steht noch gar nicht dran. Okay, hatte mich jetzt gerade mal interessiert. ja. Mir fallen
drei mögliche Beweise ein, die... Also, ich hatte mit dem Fälschen nichts zu tun. Okay, also da ist... Ich denke, es ist offensichtlich, dass man da was tun muss. Dass man da jetzt was vorlegen muss, was halt das Gegenteil beweist. Da fallen mir drei Sachen ein. Nummer eins, der Stofffetzen. Nummer zwei, die Vase. Beide haben wir in seinem Safe gefunden. Also irgendwie muss er ja doch was damit zu tun gehabt haben. Drittens, die Beweisliste. Auch die hatte er, zumindest die eine Hälfte. Und vor allen Dingen, das war... Welche hatte er? Die mit dem Bild oder die... Also die mit dem Bild des Mordes oder die mit dem Blue Badger? Na, ist wahrscheinlich auch egal. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass alles richtig sein könnte, alle drei. Speichern wir mal... Ich hätte wieder Safe-States nehmen sollen, es geht einfach schneller. Naja, sorry. Ein bisschen Zeit schinden. So, ich hatte mit dem Fälschen von Beweisen nichts zu tun. Ich versuch's mal mit der Beweisliste. Ich glaube zwar... Also bei der Beweisliste glaube ich eigentlich am wenigsten, dass sie es ist, aber... wer weiß. Das ist eine Beweisliste, ne? Okay, sie ist richtig. Sie behaupten also, sie hatten mit der Fälschung nichts zu tun gehabt. Aber ich befürchte, dass sich ihre Behauptung nicht halten lässt. Erklären Sie sich. Es wurden mehrere Beweismittel in Ihrem Büro gefunden. Nehmen Sie zum Beispiel diese Liste. Okay, ich glaube, es war egal, was wir machen. Ich glaube, alle drei wären sogar richtig gewesen. Wenn er schon sagt, mehrere gefunden. Ja. Das ist die Liste, auf die Emma Sky ihr Bild malte. Sie wurde in ihrem Schreibtisch gefunden. Nicht nur das. Ein Stück von dieser Vase aus ihrem Büro wurde in ihrem Tresor gefunden. Wo wurde sie gefunden? Sehen Sie, Polizeichef Gant, diese Beweismittel, die in ihrem Büro entdeckt wurden, sind beide eindeutige Beweise dafür. Ja, wobei mir fällt auf, schön, dass hier Pause ist, der Stofffetzen wahrscheinlich gar nicht mal, weil wir, na toll, es ist ein Stofffetzen mit Emmas Fingerabdruck und es ist in der Beweis, in unserer Beweisliste ja drin, in der Gerichtsakte. Also wird er was mit dem Fall zu tun haben. Nur haben wir noch keinen Beweis dafür. Deswegen ist das Wahrscheinlichste tatsächlich, dass der Stofffetzen falsch ist, da wir noch nicht beweisen können, dass er was mit dem Fall zu tun hatte. Also die Vase oder die Liste muss man hier wahrscheinlich vorlegen. Dass auch Sie eine Rolle bei diesen illegalen Ermittlungen spielten. Polizeichef Gant, was soll das heißen? Ein Strafverteidiger, der es sogar mit Worthy aufnimmt. Geben Sie also zu, dass Sie mit der Fälschung was zu tun hatten? Wer, ich? Oder meinen Sie etwa Sie? Hä? Was soll ich damit zu tun gehabt haben? Nun, Sie waren der Einzige, der in meinem Büro herumgeschlichen ist, als Sie die Beweise fanden. Stimmt nicht ganz, Emma und Gamscha waren dabei. Staatsanwälte sind nicht die Einzigen, die Beweise fälschen können, wissen Sie. Strafverteidiger können es auch. Nicht wahr, Raito? Jetzt pass mal auf, Gant. Ist ja nett, dass du dich wehrst, sonst wäre es ja zu einfach. Aber das, was du gerade ausgesprochen hattest, war einfach nur eine haltlose Anschuldigung. Das ist jetzt wirklich Quatsch. Außerdem war Gamscho dabei, sagt Edgy hier auch. Wie auch immer, Inspektor Gamscho war bei der Ermittlung dabei. Worthy, mein Junge. Nicht einmal Inspektoren sind vom Recht befreit. Seien Sie versichert, Dick wird seine gerechte Strafe erhalten. Das Problem ist, Gant kommt mir einfach so vor wie Karma. Alles tanzt nach seiner Pfeife oder es gibt aufs Maul. So gefühlt, ja, das ist... Das ist das, was ich damals bei Karma hatte. Es ist einfach... Nein, den Typen magst du einfach nicht. Er ist unsympathisch. Was? Wenn Gamschos Gehalt noch weniger wird, muss er fürs Arbeiten noch bezahlen. Ja, nun, da der Inspektor anwesend war, sagen Sie bitte zu den Beweismitteln aus, die in dem Büro gefunden wurden. Und zu deren Zusammenhang mit der Beweisfälschung am Tatort. Oh je, heutzutage wissen Kinder nicht mehr, wie man 2 und 2 zusammenzählt. Ach, das glaube ich beim Richter allerdings manchmal auch.
Lassen Sie mich sehen, was war es noch? Ein Stück Vase und eine Liste. Soweit ich weiß, hätten Sie diese Sachen in mein Büro bringen können. Sie können sowieso nicht beweisen, wann diese Beweise dort gefunden wurden. Wenn sie nach Darks Verurteilung gefunden wurden, dann sind sie wertlos. Es gibt keinen Grund, warum ich bei einer Fälschung hätte mitmachen sollen. Den Tatort zu verändern, hätte mir überhaupt nicht geholfen. Tja, garantiert doch. Ich muss noch rausfinden, wie. Ja, was geht? Bei der Untersuchung des Tatorts. Hätten Sie sich besser an die Regeln halten sollen? Sie wissen doch, dass ich der Polizeichef bin, oder? Dass wir ein Nachspiel haben. Ich werde wahrscheinlich sogar Anklage erheben, damit Sie daraus lernen. Ich bitte um Entschuldigung, aber könnten Sie damit bitte bis morgen warten? Ich habe heute noch einen Arsch voll Termine. Heute ist, nun wissen Sie... Nun gut, RG, als Gegenleistung aber... Ich weiß, am gleichen Ort, ja? Sind das Telepathen oder was? Ja. Ohne Scheiß, Gant, also am Anfang als Gant da war, war irgendwie so... ein bisschen komisch, aber eigentlich schon ein ganz cooler Charakter. Mittlerweile ist es einfach so... dieses... Tanz nach meiner Pfeife oder du hast ein Problem mit mir. Das mag ich jetzt nicht so gerne. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese lächerlichen Anschuldigungen lassen würden. Ja, Sie haben recht. Sie hätten nicht den Mut, sowas zu tun. Hä? Neulich, wissen Sie, brach ich bei einer Ranch ein und stürzte... Alright, was erzählen Sie da? Sie können jedenfalls nicht beweisen, dass die Beweise nicht hineinbrachten, oder? Wenn Sie das Gegenteil beweisen können, werden Sie es später brauchen. Später? Wovon reden Sie? Wovon ich rede? Ich rede davon, wenn Ihre Fingerabdrücke gefunden werden. Ja, wenn Sie in meinem Tresor gefunden werden, war Ihre Ermittlung illegal. Ich habe noch nie einen so schleimigen Typen erlebt. Oh, der macht sich einfach so von Sekunde zu Sekunde in meinem Kopf unbeliebter. Was wollen Sie damit sagen? Alles rein hypothetisch natürlich, aber nehmen Sie an, ich hätte die Sachen in meinen Tresor getan. So etwas würde nicht zwingend eine Fälschung bedeuten. Wenn das Verstecken von Beweisen vom Tatort nicht Fälschung bedeutet... Ich bin noch nicht fertig, Herr Wright. Es hängt alles davon ab, wann die Beweise gefunden wurden. Wenn sie nach Darks Verurteilung gefunden wurden, sind sie wertlos. Wollen Sie damit sagen, dass dieses Stück der Vase bei der ersten Ermittlung nicht gefunden wurde? Anscheinend nicht. Es stand zumindest nicht auf der Beweisliste. Auf welcher Liste? Der gefälschten oder der originalen? Möglicherweise wurde es am Tag nach Darks Verurteilung gefunden. Oh, das wäre das nicht praktisch? Right. Polizeichef spricht von einer Möglichkeit. Solange Sie es nicht ausschließen, sind Ihre Bemerkungen, egal wie clever Sie sind, reine Zeitverschwendung. Sagen Sie mir was, das ich nicht weiß. Kommen Sie, Raito. Denken Sie darüber nach. Es gibt keinen Grund, warum ich bei einer Fälschung hätte mitmachen sollen. Können Sie mir ins Auge blicken und sowas sagen? Weil ich unschuldig bin. Das noch mit so einem Lächeln auf dem Gesicht. Erinnern Sie sich, wer hat Neil ermordet? Ich bin nicht sicher, ob mir das Wort Mord hier gefällt, aber letztendlich ist die für Herr Marshalls bedauerlichen Tod verantwortliche Person Herr Maskai. Nun sehen Sie es jetzt. Den Tatort zu verändern hätte mir überhaupt nicht geholfen. Wirklich, Polizeichef Gant. Zumindest haben Sie einen sehr großen Vorteil daraus gezogen.
Oh, das war mir nicht bewusst. Was ist also dieser Vorteil? Das ist natürlich Ihr Posten, Polizeichef. Oh! Die Lösung des Falls SL9 garantierte Ihre Beförderung zum Polizeichef. Das ist an sich schon ein ausreichendes Motiv. Oh, das war gut. Hä? Glauben Sie wirklich, ich sei so inkompetent? Also wenn du mich so fragst, ne? Was wollen Sie damit sagen? Sogar ohne diesen Fall hatte ich die besten Aussichten, der nächste Polizeichef zu werden. Die Lösung des Falls SL9 beschleunigte das Unvermeidbare ein wenig. Stimmt das, Edgy? Ja, er soll sowieso zum Polizeichef ernannt werden. Scheiße! Seien Sie vorsichtig, auf wen Sie mit dem Finger zeigen, oder er zeigt bald auf Sie. Das heißt also, dass es nur ein mögliches Motiv für die Fälschung gab, für Sie gab, die Fälschung zu betreiben. Wenn Sie es nicht für sich taten, haben Sie es für jemand anders getan. Seien Sie nicht albern, Worthy, Sie kennen mich besser. Es gibt nur drei Personen, die mir etwas bedeuten. Ich, ich und nochmal ich. Das ist der erste Satz aus ganzem Mund, den ich ihm wirklich glaube. Und jetzt wissen es alle. Aji, dürfte ich meine Aussage ein wenig verändern? Aber natürlich tun Sie das! Ich bin kein Komplize, wenn für mich nicht irgendwas dabei rausspringt. Okay. Diese Aussage ist auf jeden Fall wichtig. Ich weiß noch nicht warum, aber sie ist wichtig. Für Sie sprang nichts raus. Entschuldigung, aber die einzige Person, die was bedeutet, bin ich. Das Mädchen, Lanas kleine Schwester, richtig? Wenn Sie denken, ich hätte Mitleid mit ihr, irren Sie sich. Sie haben recht, Sie haben kein Mitleid. Und kein Ehrgefühl. Hart gegen Verbrechen und hart mit Leuten. So wurde ich erzogen. Bei sich selbst nehmen Sie es wohl nicht so genau. Der war gut, Worthy. Hätte Fingers dabei rausspringen können? Naja, im Grunde wissen wir das schon, ne? Hätte er trotz seiner Selbstsucht jemandem geholfen? Ja. Das haben wir auch schon erfahren. Zweimal. Es ist wahr, sie würden keinem Menschen um seinetwillen helfen. Aber wenn sie davon profitieren könnten, würden sie vielleicht jemandem helfen. Right, offensichtlich wollen Sie sagen, dass der Polizeichef ein netter Mann ist, der den Leuten hilft. Nein, Aji, das möchte ich nicht. Nun gut, ich frage Sie, wem würde der Polizeichef ganz Ihrer Meinung nach beim Fälschen von Beweisen helfen? Erinnert ihr euch an ein gewisses Gespräch mit einer gewissen Dame? Die meinte, dass höchstwahrscheinlich Gant jemand Bestimmtes, für diesen Fall nicht Unrelevantes in der Hand hat und dadurch noch eine gewisse andere Gruppe von Leuten. Star hat uns da so eine Kleinigkeit erzählt und Lana hat sie bestätigt. Generalstaatsanwältin Lana Sky, die Angeklagte. Ich denke, in Anbetracht der Tatsachen ist das ziemlich offensichtlich. Emma Sky wurde Opfer einer Reihe unglücklicher Zufälle. Wer außer ihrer Schwester Lana hätte ihr helfen wollen? Und Polizeichef Gant hätte auch einen Grund gehabt, Lana zu helfen, wenn sie ihn darum bat. Der Grund ist natürlich Eigengewinn. Eigengewinn? Meinen Sie damit? Nachdem der Fall SL9 gelöst war, oder Lana Sky Generalstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft. Die Person, die diesen Stellenwechsel arrangierte, waren Sie, Polizeichef Gant. Aber wie würde er von all dem profitieren? Er hätte die Generalstaatsanwältin wie eine Puppe in der Hand. Dadurch hätte er uneingeschränkte Befugnis bei allen Ermittlungen. Ja, genau das praktisch, was uns Angels da schon sagte. Wollen Sie damit sagen, dass der Polizeichef trotz seiner eindrucksvollen Erscheinung mit Puppen
gespielt. Richter, ich möchte dich ohrfeigen. Oh, warten Sie. Sie meinen wohl Puppe im Sinn von, will jemand bestimmen. Oh, schon gut. Ah! Doofheit tut weh. Oder sollte zumindest weh tun. Geben Sie es zu, Polizeichef. Sie halfen Lana Sky dabei, Beweise zu fälschen. Ihr Motiv? Lanas Ernennung zur Generalstaatsanwältin. So, dass sie kontrollieren konnten. Raizo, mein Junge, Sie haben eine blühende Fantasie. Ich möchte Sie gerne etwas fragen. Hau raus! Können Sie das beweisen, dass ich Lana kontrollierte? Das ist genau der Gedanke, der mir auch gerade durch den Kopf schoss. Es ist wahrscheinlich, dass es so ist. Wir können davon ausgehen, dass es genau so ist. Eigentlich hat Lana es ja auch schon zugegeben, ne? Das Problem an der Sache ist, wie beweist man das? Wie beweisen wir, dass er Lana kontrolliert hat? Tja. Nee. Darum kümmere ich mich beim nächsten Mal. Das war's für heute. Bis dann. Ciao.